Der Arbeitstag als gewerblicher Azubi beginnt meistens so um 6.30 Uhr in der Lehrwerkstatt und je nachdem, in welchem Lehrjahr man sich gerade befindet, sind die Aufgaben unterschiedlich. Am Anfang unserer Ausbildung gibt es immer als erstes einen Grundlehrgang in Sachen Metallbearbeitung und Werkstoffe. Parallel dazu lernen wir auch alle theoretische Grundlagen in der Berufsschule. In der zweiten Phase wird es dann spannender, weil hier der Umgang mit der Maschine dazukommt. Zuerst wird das Drehen und Fräsen an konventionelle Maschine geübt, danach dann das Schweißen. Und wenn wir das soweit drauf haben, geht es ans Programmieren von CNC-Maschinen im Bereich Drehen und Fräsen. Nach dem ersten Teil der IHK-Prüfung sind wir dann in unterschiedliche Abteilungen tätig, wo wir den gesamten Produktionsprozess kennenlernen dürfen. Und hier ist es dann auch toll zum Sehen, wie die Produkte hergestellt werden, die später mal Menschen helfen sollen. Manchmal kommen auch Praktikanten zu uns in die Lehrwerkstatt oder wir gehen auf Karrierebörse und stellen dort unsere Berufe vor. Ist eigentlich auch immer ganz interessant und es bringt auch ein bisschen Abwechslung in den Alltag. Im dritten Ausbildungsjahr werdet ihr auf unsere Abschlussprüfung vorbereitet. Dazu bearbeiten wir selbstständig Probeprüfungen in der Lehrwerkstatt, die dann anschließend mit dem Ausbildungsleiter auch durchgesprochen werden. Wenn wir dann fertig sind mit der Ausbildung, dann stehen uns eigentlich ziemlich viele Türen offen. Wir können danach einen Techniker machen, wir können danach einen Meister machen, wir können danach studieren gehen oder einfach nur Berufserfahrung sammeln. Was wir danach machen, das ist uns selber überlassen. Aber durch die Ausbildung haben wir für uns selber und für unsere Zukunft einen sehr guten Grundstein gesetzt.